Wie kann man Fortnite kostenlos herunterladen und installieren für PS5, ja, für die PlayStation 5? Diese Frage klären wir in diesem Video. Ja. Ich helfe dir dabei, Fortnite auf deine PlayStation zu bekommen und endlich spielen zu können. Wenn du das feierst, lass auf jeden Fall einen Daumen hoch da, kostenlos Abo und mach die Glocke an. Ich mache sehr, sehr viele Videos zu Fortnite. Ja, da wirst du auf jeden Fall nichts mehr verpassen, wenn du meinen Kanal kostenlos abonniert hast. Leute, Fortnite kriegen wir kostenlos im PlayStation Store. Geht also einfach oben da, wo eure Spiele sind, auf PlayStation Store. Geht dann komplett runter und da findet ihr dann alle PlayStation 5 und PlayStation 4 Spiele. Ihr könnt natürlich auch die PlayStation 4 Spiele auf der PS5 spielen, egal ob das jetzt digitale Spiele sind oder eben ihr die Spiele auf einer Blu-ray zu Hause habt, die ihr dann einfach ins Laufwerk schieben könnt. Das geht beides. Fortnite ist eines der wenigen kostenlosen Spiele für PS5, was schon so optimiert ist. Es gibt noch viele andere Spiele, ja, kostenlose Spiele von der PS4, die ihr natürlich auch spielen könnt auf der PS5. Wenn ihr dazu ein Video haben wollt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Wenn wir Fortnite bekommen wollen für die PS5, müssen wir auf PS5 alle Spiele gehen, ja. Ich denke, ihr wisst, wie man das Ding hier benutzen kann, ja. Und dann hier auf der linken Seite ist eine Filterfunktion. Ja, ihr seht diesen Pfeil nach unten mit diesen drei Strichen, da drückt ihr einfach drauf und geht auf Preis kostenlos, ja, dann findet ihr die Spiele, die kostenlos sind. Astro's Playroom wollte ich auch schon ein Video zu machen. Sehr, sehr nices Game. Vor allem zeigt das wirklich, wie man diesen Controller hier richtig verwenden kann. Das ist echt nice. Dann haben wir Fortnite und wir haben hier noch so ein War Thunder. Ja, wir drücken jetzt einfach auf Fortnite ist kostenlos und drücken auf Download. Ihr seht, das Ding hat 42 Gigabyte. Das heißt, wenn ihr langsames Internet habt, wird das eine Weile dauern. Es wird immer wieder gefragt, hey, Wotan, wie kann ich denn eigentlich Fortnite schneller runterladen? Wie kann ich die Updates für Fortnite runterladen? Ja, und zwar schneller. Und zwar ist das ganz einfach, Leute, schließt eure PlayStation an Kabel an. Ja, ihr werdet das mit dem Handy testen können. Ladet euch die speedtest.net App runter, habe ich schon mal im Video zugezeigt. Ne? Und macht mal einen Speedtest neben eurem Router, ja, eurem WLAN-Router, wo immer der steht, und da, wo eure PlayStation ist. Ihr werdet sehen, es ist viel, viel langsamer, die Verbindung ist viel, viel schlechter, ihr habt viel mehr Verbindungsabbrüche, verliert Pakete und so weiter. Das ist jetzt alles sehr, sehr technisch, aber die Kurzfassung ist, ihr habt schlechteres Internet über WLAN. Wenn ihr schnelleres Internet haben wollt beim Zocken, beim Runterladen, schließt ein Kabel an eure PlayStation an. Ja. Ich drücke jetzt hier einfach mal auf Download, während hier, hätte ich ja direkt machen können, bevor ich euch hier den Vortrag halte. So, und jetzt seht ihr, Fortnite lädt runter. Und wenn ihr hier auf Download läuft drückt, seht ihr auch die Zeit, wie lange das dauert. Ne? Die PS5 ist natürlich ein bisschen schneller und ich habe natürlich auch relativ schnelles Internet. Ihr seht quasi, er stand bei mir gerade irgendwie hier 4 Stunden oder so. Ja, kannst du dich ja erschießen. Und jetzt lädt er runter. In 4 Minuten habe ich die 20 Gigabyte runtergeladen. Und ja, ich habe natürlich auch ziemlich schnelles Internet. Ich habe 1 Gigabit Glasfaser hier hoch und runter. Also habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Hat natürlich seine Vorteile, aber wie gesagt, auch wenn ihr ganz normales Internet in Deutschland habt, was jeder andere in Deutschland hat, oder weiß ich, selten in der Schweiz, wo halt Glasfaser mehr oder weniger schon fast normal geworden ist, ja, dann solltet ihr trotzdem, also ihr solltet auf jeden Fall eure PlayStation immer per Kabel anschließen. Wirklich, ihr werdet merken, ihr könnt besser zocken, ihr werdet automatisch besser, ihr verliert weniger Kämpfe und es macht einfach mehr Spaß. Wenn ihr so Online-Games spielt gegen andere Leute, immer die macht halt immer, spielt immer mit Kabel, wirklich. Das ist, ich weiß gar nicht, wer auf die Idee gekommen ist, per WLAN zu zocken, wirklich. Das ist, keine Ahnung. So, jetzt sehen wir hier den ganzen Fortnite-Krams. Ne? Hier gibt neue Skins, bla bla bla. Jetzt weiß ich auch, warum die Leute meine Videos nicht gucken. Ja, steht ja hier alles auf der PlayStation-Seite. Muss man ja gar nicht mehr bei YouTube sein. Ne? Kriegt ihr alles schön auf die auf den Servierteller, auf den Silberteller präsentiert. Ne? Oh, guck mal, hier gibt es ein kostenloses Bundle. Oha! Kostenloses Fortnite-Bundle. Nice. Ja, Leute, PS Plus habe ich auch schon ein Video zu gemacht, gibt 20 Skins bis 20 Spiele kostenlos, nicht 20 Skins. Unter anderem irgendwie Call of Duty, Mortal Kombat und so ein Krams. Ich sehe gerade, ich habe echt ein bisschen zu lange Pause gemacht. Das ist ein bisschen Save the World, okay. Ja, Leute, ich sehe, ich muss mich wieder einloggen, aber ganz ehrlich, solche Sachen kriegt ihr auf der Xbox billiger. Da könnt ihr nicht alles über Brasilien kaufen, habe ich auch schon ein Video zu gemacht, okay. So, Fortnite ist jetzt anscheinend bei 60%, während ich hier laber.
und ihr seht, es lädt runter. Bei euch wird es halt länger dauern. Ja? Bei mir dauert es halt, geht es halt schnell, einfach weil ich eben dieses schnelle Internet habe. Und ihr könnt, wie gesagt, das Ganze auch beschleunigen, indem ihr einfach eure PlayStation per Kabel anschließt und vielleicht das Spiel nicht runterladet, wenn Mutti gerade Netflix guckt, Papa irgendwo sich eingeschlossen hat in seinem Arbeitszimmer und die Schwester gerade irgendwie hier Instagram-Livestream macht, ne? Dann geht das auch ein bisschen fixer. Ich gehe mal davon aus, ich habe jetzt 1000 Leitungen, ich weiß jetzt nicht, wie schnell es geht, das zeigt es ja leider nicht an. Ich kann mal ganz kurz reingucken, wenn ich hier auf Downloads, gibt es hier irgendwie sowas wie Downloads und dann wähle Downloads, gucken wir mal. Ach, guck mal hier. Wie schnell laden wir da runter? Sieht man gar nichts hier, oder was? Das ist echt ein bisschen komisch hier mit der PlayStation, ne? Finde ich echt schade, dass. Oh, guck mal hier, jetzt sieht man es. Wie schnell laden wir runter? Ich habe keine Ahnung, es steht nirgendwo da, ne? Die schreiben nicht hin, wie viel Megabyte oder Gigabyte man runterlädt. Fehler, become human, okay. Gut, Leute, also, und das ist irgendwie dieses andere Spiel, was ich gerade aus Versehen gestartet habe. Doch, boah. GG, so. Wir gucken nochmal kurz rein bei Fortnite. Download ist jetzt bei 94, 95%. Ihr seht, ne, wenn ihr schnelles Internet habt, das ist nice. Und ist natürlich auch einer der Gründe, warum ich jetzt die PlayStation geholt habe. Einfach mit den Updates. Manchmal ist es auf der PlayStation schneller als auf dem PC. Und ja, da habe ich jetzt einfach mal, das kann, komme ich wieder schneller ins Spiel rein. Ne? So, Fortnite startet. Ja, guck mal, läuft hier schon. Nice. Nimmst du es aktualisiert hier gerade noch? Gut. Also, wenn ihr auf jeden Fall irgendwas wollt zu Fortnite auf der PS5, Gameplays, Einstellungen, keine Ahnung, wie man Controller einstellen soll, also ich werde eh mit Maus und Tastatur spielen, ganz ehrlich, das tue ich mir hier nicht an. keine Ahnung, die letzten 20 Jahre nur PC gezockt und dann ich mit Controller, Halleluja, das wird nichts, Leute. Aber ja, wie gesagt, ihr seht hier schon, ist installiert und ich würde sagen, wir drücken jetzt einfach mal auf Starten. Ja, Leute, wir starten Fortnite und jetzt müssen wir unser Konto verknüpfen. Ihr könnt jetzt natürlich, wenn ihr ein Konto habt, das Ganze verbinden. Ne? Ich habe ja schon ein Konto oder dann Daten jederzeit überspringen. Genau, wir brauchen ja ein Epic Games Konto. Ne? Also quasi, wenn ihr ein PSN-Konto habt, solltet ihr natürlich mit dem PSN-Account, den ihr bisher genutzt habt, auf euren Konto zugreifen können. Ich habe ein Epic Games Konto, da drücke ich jetzt natürlich auf ein Konto verknüpfen. Und suche jetzt mein Konto, muss jetzt hier auf epicgames.com activate mein diesen Code eingeben, habe 10 Minuten Zeit und damit kann ich dann quasi mein vorhandenes Epic Games Konto mit der PS5 verbinden. Ja, Leute, ich würde sagen, das ist ein eigenes Video. Ich habe euch auf jeden Fall jetzt gezeigt, wie ihr Fortnite herunterladen und installieren könnt. Ne? Das ist jetzt Einrichtungssache. Wenn ihr Fortnite noch nicht gespielt habt, könnt ihr einfach auf Schritt überspringen gehen und jo, dann solltet ihr eigentlich zocken können. Mache ich jetzt nicht, weil ich will natürlich hier mit diesem Konto meinen Epic Games Account verbinden. Und ich hoffe, das Video hat geholfen. Freue mich über einen Daumen hoch, kostenlos Abo und macht die Glocke an. Wie gesagt, auch zur neuen Fortnite Season wird es wieder regelmäßig Videos bei mir zu geben zu den neuen Skins, Herausforderungen, Events, wie man Sachen freischalten kann und so weiter. Und wenn ihr mehr Fortnite bzw. mehr PlayStation Content haben wollt, ja, zu PS5 Spiele, Tutorials und so weiter, Anleitungen, dann schreibt mir das einfach unten in die Kommentare und mache ich dazu vielleicht gerne ein Video. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.